Ja, es ist eigentlich gut gelaufen jetzt halt die letzten zwei Tage und es sind halt wieder super Verhältnisse hier eigentlich wie immer und da trainiert man einfach gern und dann kann man auch mit einem guten Gefühl an die nächsten Rennen gehen. Ja, eben weil es echt immer super hergerichtet ist und eben genau wie im Rennen halt auch, also ähnliche Verhältnisse und wir sind eigentlich daher gekommen, weil der Christian Schweiger eben auch sein Fan ist und halt da eh schon sein Lebtag lang trainiert mit seinen Mannschaften und den Bäder super kennen und so sind wir eigentlich da dazu gekommen. Ja, im Riesenslalom läuft es bisher sehr gut, also da bin ich echt richtig zufrieden und im Slalom kann es ein bisschen konstanter und besser sein. Da habe ich leider erst ein Ergebnis, aber ich denke, das wird auch noch. Ja, ich möchte natürlich im Riesenslalom weiterhin vorne mitfahren oder Podiumsplatzierungen einfahren. Und im Slalom möchte ich halt unbedingt mal unter die Top 10 kommen und mich dann irgendwann einmal in die erste Startgruppe da festsetzen. Das ist jetzt in Lienz morgen, also da reisen wir jetzt nach dem Training an und ich hoffe, dass es da gut läuft. Ja, Ziel ist natürlich eine Medaille, also jeder, der da hinfährt, möchte eine Medaille holen, aber dem Tag muss einfach alles passen, das kann man nicht planen und ich versuche einfach bis da jetzt so fit zu bleiben, gut zum Trainieren und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Ja, eigentlich verletzungsfrei. Kurz vor Saisonbeginn habe ich eine Blutvergiftung gehabt. Das war nicht so toll, da habe ich mir zwei Wochen pausieren müssen. Aber ansonsten ist eigentlich alles klar gelaufen. Ja, das kann man auch nicht planen. Also ich fahre einfach von Rennen zu Rennen, versuche bei jedem Rennen mein Bestes zu geben. Und was am Ende von der Saison dann dabei rausspringt, das werden wir dann sehen. Aber es war natürlich, ist es ein Traum von mir, dass ich mal die Kugel gewinne. Also wir werden da ganz normal uns vorbereiten, wie vor jedem Rennen eigentlich auch. Wir schauen, dass wir gleiche Verhältnisse kriegen, wie es jetzt dann im Whistler ist, also von der Piste und alles. Und dann, ja, werden wir ganz normal trainieren, alles in Ruhe machen und uns da nicht irgendwie von den anderen beeinflussen lassen oder irgendwie in Hektik verfahren, sondern einfach ruhig unser Ding durchziehen und dann werden wir nach Vancouver fahren. Ich denke schon, dass sich das jetzt über die Jahre hin entwickelt hat. Einfach, wir haben uns eigentlich jedes Jahr wieder verbessert und eben auch durch die Trainer haben wir super Unterstützung und da merkt man jetzt schon, dass eben vor allem auch bei den Jungen viel Talente nachkommen und im Slalom sieht man es vor allem, da sind wir jetzt halt eigentlich 11 Leute beim Weltcup und da, wo jeder unter die 30 fahren kann und das ist natürlich schon eine super Sache. Nein, das ist ein Ansporn. Also ich meine, wir haben mit der Maria und jetzt auch ihre Schwester eigentlich zwei von den besten Slalomfahrerinnen in der Welt bei uns im Team und mit mir halt im Riesenslalom auch eine, die ganz vorne mitfahren und da können sie halt dann alle so aneinander ein bisschen orientieren und halt im Training auch motivieren und auch anspornen, dass man halt einfach immer wieder Gas gibt, Fahrt für Fahrt und schaut halt und sie mit den anderen misst und das ist eigentlich super.